Hallo liebe Freunde, zurück bei Transport Fever, hier bei Mike spielt. Ich grüße euch hier wieder zu einer weiteren Folge. Wir kreuzen sich nämlich gerade die Bretterzüge. Ja, wir düsen mit dem hier nach... Ja, zu unserem Wald, nach Rotterdam runter. Ja, dann mal schauen, wie die sich hier so machen. Ach, eine coole Ansicht. Ja, ich würde sagen, es ist die 180. Folge hier auf der Anlage. Das heißt, wir werden hier heute mal ein bisschen die Folge durch, ein bisschen mit den Zügen unterwegs sein. Vielleicht auch mal mit ja, in der Trainfieber-Gedenkansicht. Gucken, ob der hier schon Bretter kriegt. Ja, er kriegt hier schon was. Holz stapeln sich hier auch schon. Holz und Bretter. Wieso nimmt denn der jetzt wieder Holz mit? Die Frage eigentlich. Ah, der müsste hierhin Bretter transportieren und nicht Holz. Komisch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir steigen hier unten in den Zug hier rein, der nach Lunestedt geht. Und dann nämlich schon der nächste daherkommt. Ja, hier huckelt es ganz schön. Ja, nee, das möchte ich hier doch schon rasch beheben. Dann nehmen wir hier den nächsten Zug. Sobald der hier weg ist. So. Gehen wir hier kurz auf Pause. Das hier machen wir kurz kurzerhand weg. Hier mal kurzerhand. Dann brauchen wir hier die 200 km/h. Ich glaube, wir haben hier die 200er Gleise genommen. Jawohl. Dann bauen wir das wieder mit den Gleisen hier hin. Finde, kann sich nur noch um Stunden handeln. Hier ist es nämlich. Und der geht natürlich von hier. Hier drüben rein. So, kurzerhand. Hier mit einer Doppelkreuzungsweiche. Sollte hier das nämlich auch ein bisschen hübscher aussehen. Ja, der Hügel ist glaube ich weg. Das heißt, wir können das glaube ich so belassen. Jetzt warten anscheinend. Ja, der fährt halt der vordere noch vorne rum. Wir gucken mal hier, wie sich hier die Leute
Ja, hier ist schon ganz ordentlich was los hier. Eieiei. Ja, hier huckelt es eben auch ordentlich rum. Ja, da sollte dann der Zug mal daherkommen. Hoffe ich doch. Dass die hier immer so drehen. Ja, der hat doch schon ein bisschen was dabei. Wieder. Fährt aber ein bisschen im Minus rum hier. Warum auch immer. Ja, während die Linie hier ziemlich gut verdient. Ja, der scheint richtig voll zu sein. Ja, bis auf Bretter und Stahl. Könnte besser sein. Ist auch nicht ganz voll. Hier geht es aber lang, bis wieder mal einer kommt. Irgendwie. Unten düst, glaube ich, gerade einer durch. Hier kommt der nächste raus. Ja, dann düsen wir hier noch mal mit. Odeck. Ja, hier hubelt es glaube ich immer noch ein bisschen, kann das sein? Die Weiche ist irgendwie nicht ganz schön. Ich halte jetzt den mal kurz an, damit wir da vorne die Schiene nochmals neu machen können. Ich glaube, hier huckelt es tatsächlich schon wieder. Ja, das ist nicht ganz schön geworden. Weil hier das Gleis wieder nicht sauber angelegt ist. Es ist hier nicht richtig zusammen. Ja, hier ist was nicht ganz so gut zusammen, wie es zusammengehört, wie man sieht. Ja, so weit dazu, dass das zusammen ist. Wenn ich es hier natürlich nebenhin baue. Ja, das sieht jetzt aber hier nicht schön aus.
So, jetzt ist doch das relativ in Ordnung. Wenn ich jetzt da einfach so gerade raus möchte. Hier hin. Ja, dann gibt es hier wieder den Hugel. Das kann ja wohl nicht sein, oder? So scheint es, glaube ich, zu passen. Ja, jetzt sieht das, glaube ich, etwas besser aus. Gut, dann können wir hier eigentlich einsteigen. Ja, jetzt passt das schon hin. Jetzt sieht es auch wieder organischer aus. Dann haben wir hier das Gehugel auch wegbekommen. Ja, die Lichtsignale stehen auch ein bisschen in der Mauer drin. Das ist ja nicht so tragisch. Ja, hier haben wir auch noch einen Bug drin. Jetzt erstaunlich, dass wir da keinen Güterzug in der Nähe haben. Ja, den Bahnhof hier haben wir extra ausgebaut für den Hybridzug, der dann auch noch hier lang düsen soll. Und da stehen aber richtig Passagiere rum. Ich würde gleich mal sagen, die düsen da nach Lunestedt hoch. Dann würde ich gerne wieder mal die Strecke Grof nach Hamburg hoch. Oder Stuttgart. Welche das da auch immer ist. Ja, 248 Personen. Noch ganz cool, wir fahren aber lieber so mit. Gerade ein Güterzug da vorne. Der geht unten durch. Ne, was macht er auf unserem Gleis? Moment. Wieso geht der wieder auf dieses Gleis rein? Hier haben wir doch noch einen Zug auf dem falschen Gleis unterwegs. Das wäre der gelbe. Der hier. Wieso gehst du hier lang? Du müsstest
Dune steht neben Gleis. Du müsstest eigentlich auf diesem Weg hier unten durch. Hier lang. Kollege. So, jetzt müsste es eigentlich stimmen. Ja, dann kann der gleich weiterfahren, sobald der hier die freie Gleise bekommt. Also das Freisignal kriegt. Weil es ist auch nicht der Sinn, dass der auf dem Gleis unterwegs ist. Wenn wir extra hier die Umfahrung für die Güterzüge gebaut haben. Macht eigentlich nicht groß Sinn. Ja, das ist mitunter eine der ersten Strecken, die wir hier gebaut haben. Ja, wir haben halt schon richtig viel unterwegs an Zügen. Güterzüge hier auch ein bisschen öfter stehen müssen. So, wir kommen nach Lunestedt rein. Ja, da drüben haben wir auch schon richtig Passagiere, hier, man sieht's, förmlich. Wie viel haben wir denn hier drin? 85, ja, die machen ein gutes Plus. Gut. Hier stehen zurzeit 287, ja, 290 Passagiere Richtung Zürich. Weil das jetzt richtig runter geht. Wir haben hier eine Kapazität von 360. Ja. 302 Passagiere. Fast der. Auf der Strecke Richtung Köln. Stuttgart, Köln, Neustrelitz. Ja, da haben wir 191. Da haben wir drei solche. Die können 145, also sind auch an der Grenze. Mittlerweile. Respektive, wir könnten hier den Takt noch erhöhen. Gut schauen, da hinten kommt nämlich schon einer. Das ist, glaube ich, schon der längste Zug, den wir hier haben. 159 Meter. Ja, wir könnten hier, glaube ich, sogar eine Doppeltraktion fahren lassen. Die verdienen tatsächlich auch relativ gut. Ich würde sagen, wir steigen bei dem auch gleich mit ein. Ich finde das eigentlich so ein schöner Zug, wenn ich ehrlich bin. Der gefällt mir einfach sehr gut. Gut, ja, wir steigen hier mal ein. Mal gucken, wie viele Leute bei Geruf rumstehen. Da könnte man vielleicht noch einen zweiten Bahnhof installieren. Mit einer Bahnlinie Richtung Paris hoch.
Das wäre vielleicht das, was wir in der nächsten Folge machen können. Ja, die Folge ist zwar schon wieder rum. Auch wenn wir jetzt nicht sehr weit mitgefahren sind. Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge hier mal vielleicht die nächste Linie von Grove nach Paris hoch. Weil in Paris haben wir nämlich noch ziemlich viele Gleise frei, was das angeht. Ich glaube, die Gleise machen nur 120 hier, die wir hier haben. Ja gut, so eine etliche Beschleunigung hat jetzt der also auch nicht. Da gibt es schnellere. Eine Strecke von Zürich nach Grove wäre vielleicht noch was. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Aber ich glaube, in Zürich haben wir, glaube ich, tatsächlich den Personenbahnhof schon voll belegt. Müsste man dann auch noch schauen, dass wir da vielleicht was mit dem Untergrundbahnhof hinkriegen. Ja, der ist jetzt aber auch kein Beschleunigungswunder hier auf der Strecke. Ja, der geht jetzt unterhalb in den Bahnhof rein. Ja, Grove ist aber auch schon richtig gewachsen, seitdem wir hier die zwei Bahnlinien installiert haben. Das hat sich doch schon gemacht hier. Oh ja, da warten aber auch ziemlich viele Personen. Würde ich mal sagen. Mit den Gleisen da oben könnte man dann auch noch was anfangen. Da haben wir ja noch nichts gemacht. Ja, liebe Freunde, ich würde an der Stelle sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bis dahin. Tschüss.